Ich bin für meine Eltern zielstrebig, hilfsbereit, nett und lieb, dass ich schüchtern bin, aber auch nicht mehr so ganz wie früher und liebevoll, lebensfroh und auch so meine komplizierten Seiten habe, die halt auch kennen, die viele nicht kennen. Ja, aber ich glaube, die kennen mich ganz gut. Ich glaube, meine Eltern denken, dass ich relativ extrovertiert bin und selbstsicher, deutlich mehr als ich oft bin und dass ich sonst sehr engagiert bin und mich sehr dafür einsetze, wenn mir Sachen wichtig sind und dadurch aber teils vielleicht Prioritäten habt, die sie so nicht haben. Sicherlich hat meine Mutter und mein Vater ganz andere Vorstellungen von mir. Mein Vater denkt, dass ich sehr naiv bin, sehr unerfahren, aber nett und zielstrebig, könnte ich sagen. Und meine Mutter denkt komplett das Gegenteil, dass ich sehr, sehr selbstsicher bin, sehr. Ich weiß nicht. Meine Mutter denkt, dass ich einfach perfekt bin, wahrscheinlich. Ich glaube, meine Eltern denken, dass ich eine sehr engagierte Person bin und leidenschaftliche Person bin, wenn es um meine Interessen geht. Und sehr hilfsbereit und liebevoll, wenn es um meine Mitmenschen geht, die mir wichtig sind. Meine Eltern sehen mich als einen sehr in sich ruhenden Menschen, der sehr viele seiner Probleme mit sich selbst ausmacht, vielleicht zu viele. Und auch als einen Menschen, der, wenn er die Motivation oder den Antrieb für etwas findet, sich komplett in etwas reinwirft. Ich glaube, meine Eltern nehmen mich als eine sehr chaotische Person zunächst wahr, die sehr emotional ist, aber schon irgendwie weiß, wo die Reise hingehen soll, auch wenn sich das Ziel manchmal ändert. Wie ich mich fühle und was ich oft denke über alle möglichen Sachen, das ist sowas, wo ich jetzt nicht unbedingt mit meinen Eltern drüber rede. Über Sex und über Beziehungen. Ja, darüber haben wir, glaube ich, noch nie so richtig geredet. Nicht über kompliziertere Gefühle auf beiden Seiten. Generell Gefühle, also ob es Freude ist oder Trauer oder irgendwas. Wir reden relativ viel auch so über alltägliche Dinge, weil ich glaube, über so größere, fast schon existenzielle Fragen oder so, eher nicht so. Sex. Ich glaube, Politik war immer so ein Thema, wo wir uns doch drüber auch streiten können, nach wie vor. Und ich glaube, auch meinen Eltern fällt schwer, weil ich eben ihr Kind bin, irgendwie über ihre Gefühle auch mit mir zu reden und nicht nur andersrum. Mein Lieblingssatz aus dem Stück ist, dass er niemals stolz darauf war. Zoom, Mama. Ich habe auf jeden Fall sicherlich einen Lieblingssatz, definitiv. Wahrscheinlich fällt er mir in einer halben Stunde ein. Ja, jetzt nicht. Todo es una película. Da, ja, das ist aber ganz obvious. Und eigentlich, hä, verarschst du mich? Hä, mag ich auch sehr. Ich mag den Satz Titanic. Hope there's someone to take care of me when I'm old. Mir schwillt die Brust, so stolz bin ich.